Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vorstandsmitglieder der Jungstiftung für Wissenschaft und Forschung, sehr geehrter Herr Spätmann, sehr geehrte Frau Strasoldo, sehr geehrte Mitglieder des wissenschaftlichen Kuratoriums, mein Name ist Ahmed Mrestani. Es wurde ja kurz schon gesagt, ich bin Arzt in Weiterbildung an der Neurologischen Klinik des Universitätsklinikums Leipzig. Meine Forschungsarbeit führe ich im Rahmen eines Clinician Scientist Projekts durch in Kooperation mit dem Rudolf Schönheimer Institut für Biochemie in Leipzig. Ich freue mich wirklich sehr, beim heutigen Jungsymposium 2023 in diesem sehr schönen Hörsaal mein Projekt vorstellen zu dürfen mit dem Titel Nanotopologie aktiver Zonen, Schlüssel zum Verständnis der Pathophysiologie von Epilepsie und Migräneerkrankungen durch Punktmutationen in CACNA1A. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für die Auszeichnung mit dem Jungkarriereförderpreis 2023 bedanken. Dieser ermöglicht es mir, das wissenschaftliche Spektrum des Projekts deutlich zu erweitern und bringt mich einen großen Schritt weiter auf dem Weg zur Entwicklung wissenschaftlicher Selbstständigkeit. Zunächst werde ich kurz in das Themengebiet neurologische Calciumerkrankungen einführen. In den anschließenden beiden Teilen möchte ich auf präsynaptische Struktur-Funktionszusammenhänge eingehen, und zwar im Abschnitt Nanotopologie der aktiven Zone eher aus physiologischer Sicht und im Abschnitt präsynaptische Veränderungen bei neurologischen Störungen eher aus pathophysiologischer Sicht und beides anhand früher publizierter eigener Daten und ganz frischer neuer Daten aus dem Labor. Und am Ende gibt es nochmal einen kurzen wissenschaftlichen Ausblick, einschließlich der nun unmittelbar anstehenden geplanten Arbeitsschritte. Die Neurologie ist ein sehr breit gefächertes Fachgebiet mit klinisch sehr unterschiedlichen Erkrankungen und diesen liegen auch sehr verschiedene pathophysiologische Mechanismen zugrunde. Und ein sehr wichtiger Pathomechanismus sind Funktionsstörungen von Ionenkanälen, die sich in der Zellmembran von Neuronen und anderen Zellen im zentralen Nervensystem befinden. Und solche Erkrankungen kommen vor allen Dingen in den hier hervorgehobenen Erkrankungsgruppen vor. Der Fokus in meinem Projekt liegt auf der Funktionsstörung von spannungsgesteuerten Calciumkanälen, und zwar im Speziellen im Bereich Epilepsie und Kopfschmerzerkrankungen. Epilepsie ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen mit weltweit über 45 Millionen Menschen. Und etwa ein Drittel der betroffenen Patientinnen und Patienten ist mit den bisher zur Verfügung stehenden Therapieoptionen nicht effektiv behandelbar. Die bezeichnet man dann als therapierefraktär. Die primäre Kopfschmerzerkrankung Migräne ist ebenfalls eine sehr häufige neurologische Erkrankung. In Bezug auf die durch die Erkrankung hervorgerufene Behinderung liegt die Migräne weltweit betrachtet auf Platz 2 und in der Subgruppe der jungen Frauen sogar auf Platz 1. Beide Erkrankungen, Migräne und Epilepsie, haben eine sehr starke genetische Komponente und weisen signifikante genetische Überlappungen auf. Eine besondere Form der Migräne ist die autosomal dominant vererbbare familiäre hemiplegische Migräne Typ 1, abgekürzt FHM1. Diese hat die klinische Besonderheit, dass die Migräne Aura, also eine vorübergehende neurologische Funktionsstörung, normalerweise eher visuelle Symptome, auch Sprachstörung oder Sensibilitätsstörung, in diesem Fall mit einer halbseitigen Lähmung einhergeht. Und die Ursache für diese seltene Form der Erkrankung sind Punktmutationen im PQ-Typ-Calciumkanal, also einem bestimmten Subtyp des spannungsgesteuerten Calciumkanals. Und besonders spannend ist diese Erkrankungsgruppe, weil die Patienten häufig keine pure hemiplegische Migräne haben, sondern häufig auch zusätzliche neurologische Symptome ausprägen können, wie epileptische Anfälle, eine Kleinhirndegeneration, eine hereditäre Ataxie oder auch kognitive Störungen. Und die Ursache, warum die Phänotypen so unterschiedlich sind, ist bisher nicht gut aufgeklärt. Die pathophysiologische Basis der Migräneaura ist die Cortical Spreading Depression. Dabei handelt es sich um eine wenige Millimeter pro Minute fortschreitende kortikale Streudepolarisation.
Und dieser Depolarisation folgt dann eine für Minuten bis Stunden anhaltende herabgesetzte Erregbarkeit der kortikalen Neurone, und die bezeichnet man eben als Cortical Spreading Depression. Und das Spannende ist, dass diese pathophysiologisch mit Mutationen in spannungsgesteuerten PQ-Typ-Calcium-Kanälen bereits in Verbindung gebracht wurde. Also der pathophysiologische Link ist da ganz klar schon da. Warum sollte man nun spannungsgesteuerte Calcium-Kanäle in den Forschungsfokus stellen? Kurz noch ein paar Worte zur Einteilung. Die Gruppe der spannungsgesteuerten Calcium-Kanäle umfasst drei Familien, und die Familie, die im Bereich neuronales Gewebe, Nervensystem eine Rolle spielt, ist die zweite Familie, und die umfasst PQ-, N- und R-Typ-Calcium-Kanäle. Und die sind an nahezu allen Synapsen im zentralen Nervensystem mit einigen Ausnahmen für die Übersetzung von Aktionspotenzialen in ein Calciumsignal und dann die Neurotransmitterfreisetzung zuständig. Das heißt, das sind Schlüsselmoleküle der synaptischen Transmission, und zwar an nahezu allen Synapsen. Ein Ziel des Projekts ist natürlich, die Pathophysiologie genetischer Defekte von PQ-Typ-Calcium-Kanälen auf der einen Seite besser zu verstehen. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, neue therapeutische Angriffspunkte identifizieren zu können. Und wenn das gelingt, wären die Erkenntnisse in der Neurologie potenziell vielseitig anwendbar aufgrund der Allgegenwart dieser Kanäle an nahezu allen Synapsen. Und dann wären diese Erkenntnisse potenziell nutzbar im Bereich Epilepsie, Behandlung von Status Epilepticus, Kopfschmerzerkrankungen, Bewegungsstörungen, neuromuskuläre Erkrankungen, aber auch neurodegenerative Erkrankungen. Und wie ich ja bereits ausgeführt hatte, sind die Strukturdefekte, die durch solche Mutationen ausgelöst werden können, bisher wenig untersucht. Die funktionellen Effekte sind in heterologen Expressionssystemen und zum Teil auch in Knock-in-Mäusen für ausgewählte Mutationen angeschaut worden. Aber was im Bereich der synaptischen Architektur vonstatten geht, ist bisher noch nicht wirklich befriedigend erforscht worden. Und somit komme ich zum nächsten Thema, der Nanotopologie der aktiven Zone. Ganz allgemein besteht jede Synapse aus einem prä- und einem postsynaptischen Teil. Und auf der präsynaptischen Seite findet die Fusion der mit Neurotransmitter beladenen präsynaptischen Vesikel mit der präsynaptischen Membran statt, und zwar an einem ganz speziellen Ort, der als aktive Zone bezeichnet wird. Die aktive Zone ist ein Proteinkomplex aus verschiedenen Kernbestandteilen, der unter anderem auch die spannungsgesteuerten Calciumkanäle selbst beinhaltet. Und die aktive Zone ist eine wichtige Regulations- und Schaltstelle für das Feintuning von synaptischer Transmission. Um die strukturelle Diversität aktiver Zonen untersuchen zu können, ist es notwendig, hochauflösende Lichtmikroskopie anzuwenden, aus dem Grund, dass das sehr kleine Strukturen sind, nur wenige 100 Nanometer groß. Und eine Technik in diesem Bereich ist die Lokalisationsmikroskopie. Und das Verfahren, das wir aus dieser Gruppe in der Vergangenheit und auch aktuell noch anwenden, ist das Verfahren D-STORM, das steht für Direct Stochastic Optical Reconstruction Microscopy. Und das Grundprinzip beruht darauf, dass man eine Serie beugungsbegrenzter Bilder anfertigt, in denen jeweils immer nur eine Subfraktion der einzelnen Farbstoffmoleküle im emittierenden Zustand befindlich ist. Und deren Einzellokalisation kann man dann mit sehr hoher Präzision bestimmen, und in den rekonstruierten Bildern erhält man eine räumliche Auflösung von etwa 20 Nanometer in der lateralen Dimension. Wir haben dieses Verfahren angewendet, um unterschiedliche synaptische Kontakte im Hippocampus der Maus zu untersuchen, und haben hier in einem Ausschnitt von wenigen Mikrometer verschiedene synaptische Kontakte angeschaut und haben hier eine deutliche strukturelle Differenzierung gefunden. Im nächsten Schritt wollten wir strukturelle Plastizität aktiver Zonen untersuchen, und wir haben uns hier eines bestimmten Plastizitätsmechanismus bedient, den man als präsynaptische homöostatische Potenzierung bezeichnet, und das Prinzip dahinter beruht darauf, dass es zu einer Funktionssteigerung auf der präsynaptischen Seite in Form einer gesteigerten Neurotransmitterfreisetzung kommt als Reaktion auf eine Blockade der postsynaptischen Responsivität. Und diese Form der Plastizität haben wir an der neuromuskulären Synapse von Drosophila melanogaster untersucht,
unter Anwendung von D-Storm und diesmal in Kombination mit einem speziellen Cluster-Algorithmus, den man Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise nennt, kurz HDB-Scan oder HDB-Scan. Und die Grafik oben auf der rechten Seite soll verdeutlichen, dass dieser Cluster-Algorithmus sehr robuste Ergebnisse bei der Quantifizierung von Lokalisationsdaten liefern kann. Und das Plastizitätspattern, das wir unter Anwendung von D-Storm und HDB-Scan finden konnten, haben wir Active Zone Compaction genannt. Und dabei handelt es sich um eine Verdichtung des präsynaptischen Scaffold-Proteins Bruchpilot, das homolog ist zum menschlichen ELX-Cas-Protein. Und dieses Protein verdichtet sich bei homöostatischer Potenzierung. Im nächsten Schritt haben wir uns natürlich dafür interessiert, ob man die Compaction auch bei anderen aktive Zonenkomponenten finden kann. Und ein wichtiger Kandidat, den wir untersucht haben, ist das Protein UNC13. Kurz gesagt, UNC13 gehört zu den essentiellen Proteinen für die Neurotransmission. Ohne UNC13 gibt es keine synaptische Transmission. Und dieses Protein koppelt quasi die Funktion des SNARK-Komplexes, der ja essentiell für die Vesikelfreisetzung ist, an die Funktionalität der aktiven Zone an. Für dieses Protein konnten wir Nanocluster innerhalb der aktiven Zone finden und auch diese verdichten sich bei präsynaptischer Potenzierung. Der nächste sehr spannende Kandidat war aus unserer Sicht das Protein RIM. Dieses hat eine sehr interessante und einzigartige Domänenarchitektur. Also im Prinzip besteht dieses Protein nur aus verschiedensten Interaktionskassetten, die durch Linker miteinander verbunden sind. Und im N-terminalen Bereich bindet das Protein an Vesikelproteine und die restlichen Interaktionsstellen befinden sich in einem komplexen Netzwerk mit anderen aktive Zonenproteinen und eben auch mit den spannungsgesteuerten Calciumkanälen. Und auch dieses Protein formiert Nanocluster innerhalb der aktiven Zone, die sich bei präsynaptischer Potenzierung verdichten und in ihrer Anzahl zunehmen. Ein sehr wichtiger Schritt in unserer Arbeit war die Darstellung der präsynaptischen Calciumkanäle selbst innerhalb der aktiven Zone. Im Bereich der Drosophila-Community geht man bisher von einer zentralen Anordnung der Calciumkanäle innerhalb der aktiven Zone aus. Unter Anwendung von D-Storm und HDB-Scan-Algorithmen konnten wir herausfinden, dass auch die spannungsgesteuerten Calciumkanäle Nanocluster bilden, die relativ heterogen verteilt sind über die Fläche der aktiven Zone. Und wir haben sie uns im Vergleich angeschaut an funktionell differenzierten Neurontypen, kurz gesagt eher schwachen synaptischen Verbindungen und eher starken synaptischen Verbindungen. Und wir konnten zeigen, dass an den starken Verbindungen die Anzahl dieser Nanocluster erhöht ist und dass auch hier wieder die Verdichtung der Nanocluster stattfindet. Es steht nun also das Werkzeug zur Verfügung, um die Nanoarchitektur präsynaptischer Calciumkanäle an dieser Modellsynapse zu untersuchen. Und eine sehr wichtige Frage aus unserer Sicht wäre, wie sich die Patientenmutationen nun auf die Architektur dieser Nanocluster auswirken können. Damit bin ich beim nächsten Thema angelangt, präsynaptische Veränderungen bei neurologischen Störungen. Und bevor ich in die Daten hineingehe, möchte ich noch kurz folgende Frage aufarbeiten. Warum sollte man sich das jetzt alles im Modellorganismus Drosophila melanogaster anschauen? Der Modellorganismus hat gewisse Vorteile. Er hat eine sehr schnelle Reproduktionszeit mit einem Generationenwechsel von wenigen Wochen. Die meisten der humanpathogen relevanten Gene sind konserviert in Drosophila. Der Modellorganismus ist sehr schnell und einfach genetisch modifizierbar. Und gerade auch im Hinblick auf Hochdurchsatzanalysen von verschiedenen Punktmutationen und eventuell auch einer möglichen Anwendung von Drosophila als diagnostisches Tool spielen natürlich auch ökonomische und ethische Aspekte eine Rolle. Ich habe ein Beispiel aus unserer eigenen Forschung mitgebracht für die erfolgreiche Anwendung von Drosophila als Modell humaner Erkrankungen.
In diesem Projekt haben wir eine Punktmutation im bereits vorgestellten Protein RIM in die Fruchtfliege eingebracht. Es handelt sich um eine Mutation, die beim Menschen die Krankheit CORD7-Syndrom auslöst. Und CORD steht hier für Cone Rod Dystrophy. Klinisch geht es bei den Betroffenen mit einer angeborenen Blindheit und gesteigerten kognitiven Fähigkeiten in bestimmten Domänen einher. Diese Mutation befindet sich in der C2A-Domäne des Proteins und wir konnten mit dem Drosophila-Modell den synaptischen Phänotyp charakterisieren. Wir haben eine stark erhöhte Neurotransmitterfreisetzung und synaptische Transmission gefunden. Und auf struktureller Seite haben wir eine deutliche Vergrößerung der räumlichen Ausdehnung der Synapse finden können bei unveränderter Nanotopologie der präsynaptischen Scaffolds. Die Methode, mit der wir die Mutation in das Drosophila-Genom einbringen, basieren auf der CRISPR-Cas9-Technik. Diese wird weltweit mittlerweile standardmäßig von zahlreichen Drosophila-Laboren eingesetzt. Und es stehen verschiedene Protokolle zur Verfügung, die ein sogenanntes Scarless Editing ermöglichen. Das bedeutet, dass neben der gewünschten Punktmutation keine weiteren Veränderungen in das Genom eingebracht werden. Die Fragestellungen, die sich aus diesem Toolkit nun ergeben, habe ich hier einmal zusammengestellt. Ich hatte es ja schon erwähnt. Also wie wirken sich die Punktmutationen in spannungsgesteuerten Calciumkanälen auf die Fähigkeit der Calciumkanäle aus Nanocluster zu formieren und wie ändert sich die räumliche Anordnung dieser Kanäle bzw. der Cluster? Und das ist besonders interessant, weil wir gezeigt haben und davon ausgehen, dass diese Anordnung funktionell relevant ist. Wie verhalten sich die anderen Proteine der aktiven Zone? Wie verhält es sich mit der Größe und der räumlichen Ausdehnung der Synapsen? Und ein ganz wichtiger Aspekt ist die Frage, ob sich funktionelle und strukturelle Muster finden lassen in Analogie zur phänotypischen Ausprägung. Also Struktur-Funktions-Defizit-Patterns sozusagen, die den verschiedenen klinischen Phänotypen zugeordnet werden können. Und eine wichtige mechanistische Frage, ob eine pharmakologische Normalisierung dieser Fehlfunktionen möglich sein wird. Im Clinician Scientist-Projekt beschäftige ich mich mit drei ausgewählten Punktmutationen. R192Q geht mit einer puren familiären hemiplegischen Migräne einher, ohne Zusatzsymptome, ist also am ehesten mit der Situation bei einer regulären Migräne vergleichbar pathophysiologisch. Die S218L-Mutation geht mit einem sehr dramatischen klinischen Krankheitsbild einher, mit zusätzlich epileptischen Anfällen, Hirnödem, Koma, auch ein potenziell tödliches Krankheitsbild, steht als Gegenspieler der R192Q-Mutation gegenüber. Und hinzu kommt die T666M-Mutation, das ist die häufigste FHM1-Mutation und diese geht zusätzlich mit einer zerebellären Degeneration und einer hereditären Ataxie einher. Die Förderung durch den Jungen Karriereförderpreis wird es mir ermöglichen, das Spektrum der zu untersuchenden Mutationen deutlich auszuweiten. Ich hatte ja bereits ausgeführt, dass eine der Grundhypothesen ist, dass es Strukturfunktionsdefizite auf synaptischer Ebene gibt, die den verschiedenen Phänotypen zuzuordnen werden können. Und um das zu zeigen, braucht man natürlich mindestens zwei Vertreter aus jeder Mutationsklasse. Und die hinzukommenden Mutationen habe ich hier einmal farblich dargestellt. Und es fällt auf, dass noch eine weitere Farbe hinzugekommen ist, die A713T-Mutation. Und das ist eine Mutation, die mit einer epileptischen Enzephalopathie einhergeht, ohne jegliche Migräne-Symptome. Also auch solche Mutationen gibt es in PQ-Typ-Calcium-Kanälen. Und ich halte es für eine spannende Fragestellung, sich die Strukturfunktionsdefizite auch im Zusammenhang mit solchen Punktmutationen anzuschauen. Die erste Mutation konnten wir bereits rekonstruieren im Drosophila-Genom. Wir haben mit der T666M-Mutation, der häufigsten, angefangen. Mit CRISPR-Cas9 konnten wir die Mutation in Cacophony einbringen. Das ist das einzige Drosophila-Homolog zu PQ-, N- und R-Typ-Calcium-Kanälen, ist also allein zuständig für die Übersetzung von Aktionspotenzialen in Neurotransmitterfreisetzung. Und ein erster interessanter Aspekt ist, dass diese Mutation im Drosophila-Modell homozygot nicht lebensfähig ist.
Ob das bei den betroffenen Patienten auch der Fall ist, ist schwer systematisch zu untersuchen. Es ist allerdings so, dass die bisher beschriebenen Fälle auch alle heterozygot sind, woraus man den Schluss ableiten könnte, dass auch im Menschen diese Mutation homozygot letal ist. Interessanterweise ruft diese Mutation auch in der heterozygoten Situation einen ausgeprägten dominant negativen Effekt hervor auf die synaptische Transmission. Untersucht haben wir das mit einer Technik, die sich zwei Elektroden Spannungsklemme nennt oder auf Englisch Two Electrode Voltage Clamp. Und an der Drosophila neuromuskulären Synapse ist das eine Standardmethode, um eine robuste Quantifizierung für die Neurotransmitterfreisetzung erhalten zu können. Und wir sehen um etwa 2/3 reduzierte postsynaptische evozierte Ströme. Das wäre dann das Korrelat zu einem Loss-of-Function-Defekt, der auch gut zu dem aus heterologen Expressionssystemen bekannten verminderten Leitfähigkeit dieser Kanäle passt. Im Bereich der Migräne-Pathophysiologie geht man aber bei diesen Mutationen in Summe eher von Gain-of-Function-Defekten aus. Und ein Korrelat zur Gain-of-Function wären die Beispiele, die ich hier auf dem unteren Teil der Folie einmal dargestellt habe. Diese Beispiele habe ich jetzt Shoulders genannt. Und zwar handelt es sich jeweils bei dem ersten postsynaptischen Strom um einen tatsächlich stimulierten Strom. Und bei dem zweiten Strom handelt es sich um einen nicht nochmal neu stimulierte Nachtdepolarisation. Und diese Art der Shoulders findet man in der physiologischen Situation nicht. Also das ist ein Effekt, der durch die Mutation hervorgerufen worden ist. Neben dem evozierten Release haben wir auch den spontanen Release quantifiziert. Und auch bei den spontanen postsynaptischen Strömen sehen wir eine leichte Tendenz zur Verkleinerung der Stromamplituden, allerdings statistisch nicht signifikant. Aber die Häufigkeit dieser Ereignisse scheint unverändert zu sein. Und in Summe führen die beschriebenen funktionellen Effekte, dargestellt durch den Quantal Content auf der rechten Seite, zu einer deutlich herabgesetzten Neurotransmitterfreisetzung, hervorgerufen durch diese Mutation. Und eine wichtige Arbeitshypothese meines Projekts ist ja eine Korrelation eines strukturellen Defizits zu diesem funktionellen Phänotyp. Man könnte ja auch argumentieren, eine Mutation im spannungsgesteuerten Calciumkanal an sich könnte eine hinreichende Erklärung sein für so ein Funktionsdefizit. Aus meiner Sicht ist allerdings davon auszugehen, dass sich auch eine strukturelle Komponente identifizieren lässt. Und um dieser Frage nun auch experimentell nachzugehen, haben wir im ersten Schritt konfokale Laserscanning-Mikroskopie an den heterozygoten T666M-Mutanten durchgeführt. In blau dargestellt die präsynaptische Membran, in magenta dargestellt die postsynaptischen Glutamatrezeptoren und in grün dargestellt die präsynaptischen aktiven Zonen, vertreten durch das Protein Bruchpilot, das ich ja auch schon kurz angesprochen hatte. Und in der Quantifizierung sehen wir eine deutlich verringerte synaptische Fläche bei gleichbleibender Anzahl an aktiven Zonen, die allerdings in ihrer Fläche wiederum reduziert sind und auch in ihrer Proteindichte oder Menge. Und interessanterweise haben wir einen ähnlichen Effekt auch auf der postsynaptischen Seite gefunden. Also auch die postsynaptischen Glutamatrezeptorfelder scheinen von diesem Defekt mit einbegriffen zu sein. Und daraus ergeben sich nun natürlich sehr spannende Folgefragestellungen. Parallel zur weiteren Untersuchung der T666M-Mutation werden die anderen 8 Knock-In-Stämme erstellt im CAC-SFGFP-Hintergrund. Das bedeutet in einer Drosophila-Linie, bei der die Calciumkanäle mit einem darstellbaren Tag versehen sind bereits. Als nächstes werden wir uns die Nanotopologie von kernaktive Zonenkomponenten im Kontext der T666M-Mutation anschauen und dann natürlich auch analysieren, wie sich die Mutation auf die Anordnung der Nanocluster ausübt. Besonders spannend ist aus unserer Sicht auch eine mechanistische Analyse der Strukturdefekte, also bezogen auf die genetischen Mechanismen, die dahinter stecken. Und auch an dieser Stelle zeigt sich nochmal die Stärke des Modellorganismus Drosophila, denn viele Werkzeuge zur Zergliederung der verschiedenen Pathways, die da in Frage kommen, stehen bereits zur Verfügung aus der Community.
Und ein wichtiger Weg, den wir untersuchen werden, ist das postsynaptische CAMCA-Signaling. Das ist eine calciumabhängige Proteinkinase, die auch in verschiedenen anderen Plastizitätskontexten eine wichtige Rolle spielt und auch präsynaptisches Signaling von Phospholipiden. Zunächst mit genetischen Modellen und wenn das erfolgreich ist, dann im nächsten Schritt auch mit einem pharmakologischen Versuch in diese Pathways einzugreifen. Und natürlich auch mit Hilfe von Medikamenten, die bereits aus der Epilepsie- und Migränetherapie bekannt sind, in Frage kommen würden bei der T666M-Mutation beispielsweise Valproat und Flunarizin. Das sind beides Medikamente, die bei diesen seltenen Formen der familiären hemiplegischen Migräne mit doch beachtlichen klinischen Erfolgen auch eingesetzt werden. Eher in die Zukunft gerichtet ist die Frage nach dem Mechanismus des dominant negativen Effektes. Eine aus meiner Sicht sehr spannende Arbeitshypothese ist die Dimerisierung der spannungsgesteuerten Calciumkanäle, die in diesem Kontext noch nicht gezeigt wurde, allerdings für spannungsgesteuerte Natriumkanäle schon beschrieben wurde. Und die Idee dahinter wäre, dass der dominant negative Effekt dadurch zustande kommt, dass der mutierte Kanal zum einen den gesunden Kanal benötigt, um überhaupt Anteil nehmen zu können an der synaptischen Transmission und zum anderen seinen pathologischen Effekt dem gesunden Kanal aber auch auferlegt. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei meinen Kolleginnen und Kollegen, Unterstützern und wissenschaftlichen Mentoren, vor allen Dingen an den Universitäten Leipzig und Würzburg. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei meinen nationalen und internationalen Kollegen, an den anderen hier aufgeführten Institutionen. Mein besonderer Dank geht auch an die Universitätsmedizin Leipzig, die mich mit dem Clinician Scientist Programm fördert und mir damit die Möglichkeit gibt, die klinische Ausbildung mit grundlagenwissenschaftlicher Arbeit zu verbinden. Und noch einmal ganz herzlichen Dank an die Jungstiftung für Wissenschaft und Forschung für diese große Unterstützung und die einmalige Chance, die sich dadurch bietet, das Spektrum meiner Forschung zu erweitern und meine eigene Arbeitsgruppe aufbauen zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus